Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Randall's Monday. Beziehungsweise zu einer neuen Aufnahmesession. Ich glaube, wir haben immer noch nichts Neues hier, also werde ich auch weiterhin nichts zu drin machen. Gehen einfach raus. Mortimers Zimmer ist zu? Okay. Grünes Kraut, hier haben wir auch nichts Neues. Aber wir können gleich nochmal die Zeitung angucken. Diesmal weiß ich auch nicht, was abgeht, Leute. Bisher. Ich hoffe, die Aufnahme wird funktionieren. Soll alles gut laufen. Wir gucken uns die Zeitung an. Matt ist auf dem Titel. Wird langsam traurige Gewohnheit. Ah, diesmal im Kühlschrank. Okay. Idiot freezes himself to death. Ja, Vollidiot friert sich selbst ein. Wo kam ich her? Wer? Was? Where am I do? Wer? Ja. Wo werde ich hingehen? Wie lange habe ich noch? Das ist eine Frage, die wird niemals beantwortet. Oben rechts stand gerade noch Montag. Mortimers Tür. Abgeschlossen. Und Mortimer hat vorsichtshalber die Türklinke mitgenommen. Der kann's partout nicht leiden, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt. Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Haben wir vielleicht irgendwas, was wir dafür nutzen können? Den Trichter. Okay, nein, nicht den Trichter. Vielleicht die Figur. Das wird nicht klappen. Das Einzige, was mir jetzt noch vielleicht einfallen würde, wäre das Hütchen hier. Verkehrskegel. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ja, okay, dann nicht. Hätte ja sein können. Hier liegt auch immer noch nichts Besseres rum, ne? Nur die Toilette, der Wasserhahn. Ich will dieses Stück, die Scherbe da aufheben. Aber naja, dann halt nicht. Oh Mann, was jetzt? Ich frage mich, welche Geheimnisse draußen lauern. Ich sehe einen hässlichen, zornigen Mann in meiner Zukunft. Verdammt, ich kann dich da drin hören! Mach auf! Oder ich schwöre bei meinen Ahnen, ich reiß dir den Arsch auf! Alter, der wird immer aggressiver, habe ich das Gefühl. Hey, Mr. Marco. Wow! Okay, da haben Sie mich kalt erwischt. Ihr neuer Look gefällt mir, Mr. Marconi. Ein Schottenrock? Da haben Sie ja alles gegeben. Mit wem zur Hölle redest du da, Hicks? Wag es ja nicht, dich über meinen Namen lustig zu machen. Wir, die Marconis, sehen das gar nicht gern. Die Marconis? Es wird ja immer besser. Okay. Worum geht es Ihnen diesmal? Können Sie mir hier mal helfen? Sie haben von meinem Kumpel Matt gehört, schätze ich. Die McConis, was? Das erklärt den Rock. Worum geht's denn dieses Mal? Als ob du das nicht wüsstest. Miete ist fällig, Hicks. Schon wieder? Wenn man bedenkt, dass es um 3 Monate geht. Ja, schon wieder. Und nein, nicht zahlbar in Schokomünzen. Echt nicht? Ihre Statur sagt da was anderes. Oho. Können der war Sie mies. Mir mal helfen? Der war mies. In letzter Zeit habe ich irgendwie den Drang, allen möglichen Müll hier zu sammeln. Und das Schlimmste ist, tief drin weiß ich, dass es früher oder später mal nützlich sein wird. Söhnchen, das gefällt mir gar nicht. Du solltest dir Hilfe suchen. Nein, im Ernst, ich bin so dicht dran, Sanford & Son zu werden. Du bist so dicht dran, rausgeworfen zu werden, weil du die Wohnung zumüllst. Sie haben von meinem Kumpel Matt gehört, schätze ich. Ei, stand in der Zeitung heute Morgen. Tut mir sehr leid um deinen Freund. Er war ein verantwortungsvoller Junge. Ein gutes Vorbild für dich. Ja, naja. Er hat Hausverbot in quasi jeder Bar der Stadt. Und einmal war Interpol hinter ihm her. Ganz davon zu schweigen, dass er mal Kinder gebissen hat. Nicht doll, aber er hat sie gebissen. Hast du irgendeine Ahnung, warum er es gemacht hat? Ihr wart ja immerhin, gute Freunde. Naja, ich habe eine Theorie. Er hat sich in letzter Zeit seltsam benommen. War besessen von Zeitreisen. Manchmal dachte er, er wäre in der Zukunft und faselte davon, dass alles nur ein Traum sei. Ich weiß auch nicht. Diese verdammten Kulte. Ein Kult? Nein, gar nicht. Ich glaube, Computerspiele sind schuld. Ich wusste, sowas würde früher oder später passieren. Du bist mir ein schöner Freund. Hast du gar nicht versucht, ihm zu helfen? Kriegst du nix, machst du nix. Das ist mein Motto. Und meins ist... Hast du keine Scheine, brech ich dir die Beine. Das ist gut. Die McConis, der gefällt mir. Das erklärt den Rock. Immer dasselbe.
Das ist kein Rock, das ist ein Kilt. Und das ist eine altehrwürdige Tradition. Ich trage ihn genau wie meine Vorfahren ihn getragen haben und die Vorfahren meiner Vorfahren. So ist es eben, Söhnchen. Ich dachte, all Ihre Vorfahren wären Cannellonis. Was? Hölle, nein! Sicher? Ich meine, ich dachte immer... Hicks, du tust es schon wieder. Was genau? Hör auf, das Thema zu wechseln und gib mir mein Geld. Ja, also, wo wir gerade von Geld reden, Sie räumen ja in letzter Zeit ganz schön ab, hä? Ach, hör doch auf. Mir ist egal, was man redet. Wenn ich verliere, dann gibt's keine Panik. Aber wenn ich mal 2 Spiele in Folge gewinne, verlieren plötzlich alle den Verstand. Was für ein Loser. Spiele? Wovon reden Sie da? Ja, jeden Donnerstag. Ach, reden wir nicht von Poker? Naja, ich zumindest nicht. Oh, was soll's. Ich sag's nicht nochmal, Hicks. Her mit dem Geld, oder du wirst es bereuen. Ich kann mir jetzt einen Auftragskiller leisten, das weißt du. Okay, muss heute Glückstag sein. Hier ist ein schönes, dickes Bündel Scheine mit Ihrem Namen drauf. Gefällt Ihnen das? Monopoly-Geld? Das hast du schon versucht. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ich bin überrascht, dass Sie beim ersten Mal drauf reingefallen sind. Aber eins ist sicher, ich gebe immer mein Bestes. Das kann man nicht leugnen, oder? Söhnchen, ich hab genug von dir. Noch ein Wort und... Okay, ganz ruhig, Mr. McConey. Sehen Sie, ich hab Ihr Geld. Was für einen armen Teufel hast du denn dafür übers Ohr gehauen? Eine kleine Erbschaft? Das ist schmutziges Geld, aber Sie können ja auch jederzeit einfach meine Schulden streichen. Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht, Mr. McConey. Nehmen Sie einfach Ihr Drecksgeld und lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht, Mr. McConey. Nehmen Sie einfach Ihr Drecksgeld und lassen Sie mich in Ruhe. Söhnchen, du weißt, ich schere mich nicht wirklich um dich. Aber pass auf, was du sagst, wenn du mit mir redest. Gewöhn dir mal einen höflicheren Ton an, du arrogantes, nutzloses Stück Scheiße! Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos, Mr. Scheiße. Kann ich Sie nicht einfach Mr. DeVito nennen? Nein. Okay, also Sie haben ja jetzt Ihr Geld, also machen Sie, dass Sie verdammt nochmal verschwinden, bevor ein Windstoß uns zeigt, was wirklich unter Ihrem Rock ist. Ich gehe, wann immer es mir passt. Also dann, ich gehe dann mal. Ich habe eine Menge zu tun. Ja, und eine Menge Leute zu nerven. Wie war das? Ich sagte, Sie sind ein ständiges Ärgernis. Und jetzt raus! Du zeigst keinerlei Respekt vor mir, Söhnchen. Pass bloß auf, da drehst du dir noch mal einen Strick draus. Ich komme wieder. Ja, ich weiß, dass Sie das werden. Ich wünschte, Sie würden nicht, aber Sie werden. Alles klar. Das ist nicht gut. Wenn ich den Alten jeden Morgen bezahlen muss, ist mein Geld bald alle. Ich muss diesen Ring so schnell es geht wiederbekommen. Oh nein. Das war gerade der Inspektor. Ich will aufs Dach einmal rauf. Um zu gucken, was da so abgeht. Okay, die sind immer noch tot. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben, schätze ich. Jo. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. Okay, aber sonst können wir nichts machen, schätze ich mal mit denen. Also gehen wir wieder runter. Ich habe das Gefühl, Mr. McConey wird immer gemeiner, oder? So anfangs war... Koalas? Warte mal, die sehe ich jetzt erst. Koalas? Kriechtiere finde ich besser. Ich fasse das Tier auf keinen Fall an. Okay. Weil am Anfang, am ersten Tag waren wir noch wie ein Sohn für ihn und mittlerweile schert er sich nicht wirklich um uns. Ist ein bisschen schade, aber okay. Hier ist wieder der Penner, hier können wir auch immer noch nichts mitnehmen, schätze ich. Vielleicht können wir dem Hund jetzt den Hotdog geben. Ich will niemanden vergiften, jedenfalls nicht heute. Okay, reden wir nochmal mit dem Penner. Hey, sieh an, an dich habe ich gerade gedacht. Wenn du nach dem suchst, was du für wahr hältst, wirst du nie den rechten Weg finden. Nein, 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 aufhören. Ich hab deine lahmen Selbsthilfesprüche satt. Ich bin hier in einer heiklen Lage, weißt du? Du kennst den Ring und du weißt auch, was er mir antut.
Ich weiß, wie es war, ich weiß, wie es gewesen sein könnte und ich weiß, wie es wird. Du versuchst, ihn wiederzubekommen. Und das ist gefährlich. Der Ring hat seinen eigenen Willen. Er spielt nur mit dir. Erzähl mir mehr über den Ring. Er gehörte lange Zeit mir, aber er wurde meiner Gesellschaft überdrüssig. Scheint so, als würde er jetzt gern das eine oder andere nachholen. Er will einfach seinen Spaß mit anderen Leuten haben, ohne Verpflichtungen. Neuer Tag, neuer Typ und ein neues Leben, das er ruinieren kann. Gott, genau wie jedes Mädchen, mit dem ich je zusammen war. Der Ring ist also an deiner Situation schuld? Hä? Er hat dich zu dem stinkenden Penner gemacht, der du jetzt bist? Genau. So seltsam das klingt, ich war nicht immer ein Penner. Lustige Geschichte eigentlich. Bevor ich den Ring in die Finger bekommen habe, war ich einfach ein Geschäftsmann. Oh, Alter, bitte. Mir ist jetzt schon langweilig. Kein Wunder, dass der Ring keinen Bock mehr auf dich hatte. Das hat wehgetan. Glaube ich. Erzähl. Wie kann ich das alles in Ordnung bringen? Du musst es einfach durchziehen. Folge deinem Instinkt und bezahl für alle deine Fehltritte. Bezahlen? Lass dich einfach treiben. Es gibt nur einen Weg, dieses Problem zu lösen. Wenn du die Gegenwart veränderst, wird die Vergangenheit neu geschrieben. Und denk dran, alles, was du berührst, wird gezeichnet. Ach komm, erzähl mir auch was ich noch nicht weiß. Du wirst ermordet werden. Fuck! Hast du gerade gesagt, ich werde umgebracht? Und du wirst selbst dafür verantwortlich sein. Scheiße, Mann. Du machst mir echt Angst. Deswegen bin ich ja hier. Alles klar. Der Ring, er spricht mit mir. Er sagt, rede nicht mit dem Penner. Alles klar. Können wir ihm den Zettel zeigen? Nee, so langsam macht er mir echt Angst. Okay, dann nicht. Können wir jetzt in die Videothek eigentlich mal rein? Ich weiß es nicht. Geschlossen. Okay, nein, können wir nicht. Wo ist der... Oh, okay, hier ist jetzt der Fremde, aber wo ist der Typ hin? War letztes Mal auch schon nicht da? Ich weiß es nicht. Sieht immer noch gleich aus, alles klar. Hallo. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Mann, mit ihr möchte ich endlich mal reden. Ah, wir können jetzt zu... Ah, okay, Psychiaterpraxis, alles klar. Wir gehen, komm, erst zu Claytons, erstmal Bier. Wir können in deiner Umgebung, es gibt eine quasi versteckte Gegenstände. Ja, die hatten wir schon so oft, diese Aussage. Gehen wir erstmal nach hier hinten. Hier ist immer noch die Bananenschale, die Sci-Fi-Con, die Mülleimer. Nichts wirklich Interessantes. Hier ist immer noch Elaine, dann reden wir mal mit Elaine. Hey Elaine, wie läuft's? Ach, weißt ja, immer beschäftigt. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber in der Sekunde, in der ich dich heute gesehen habe, dachte ich mir, ich rede mal etwas mit dir. Du weißt, dass ich echt gern mit dir rede, aber du hast mich gerade in einem ungünstigen Moment erwischt. Ach komm schon, Elaine. Was ist mit der nervigen Kellnerin passiert, die ich so schätze? Die immer mit mir reden wollte. Weiß auch nicht. Du weißt es nicht? Was ist denn das für eine Antwort? Was soll ich denn sagen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Echt jetzt, Randall? Du sagst die ganze Zeit furchtbare Dinge zu mir und das ohne besonderen Anlass. Aber das ist doch nur Spaß und ich hab dich den ganzen Tag noch nicht beleidigt, oder? Tatsächlich siehst du besser aus als je zuvor. Danke, Randall. Aber heute möchte ich irgendwie wirklich nicht mit dir reden. Okay, ist ja gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Naja, wir sehen uns. Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Alles klar, okay. Toilette gibt's auch nichts Neues, wie es aussieht, ne? Nee. Die Pipi-Pfütze, Urin-Pfütze ist auch wieder weg. Pater Roy ist noch da, die weiße Kugel ist auch noch weg, okay. Oh, Kreide. Pater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Reden wir mal mit ihm. Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy nicht der Gesprächigste ist. Will ein Hotdog?
Ich will niemand. Okay. Geld. Wir haben nicht mehr eine Menge Geld oder so, wir haben nur noch Geld. Will er ein Laserschwert vielleicht? Vergiss es. Okay, wir müssen ihn also irgendwie theoretisch ablenken. Die Kreide war noch nicht... Ah ne, ich dachte gerade, das ist die Rasierklinge. Ein Bild von der Rasierklinge oder so. Also die Kreide war, glaube ich, noch nicht da, als wir... gestern, sag ich jetzt mal, da waren, oder? Glaube nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Machen wir dahin. Komm, warum nicht? Und... also sogar Elaine ist jetzt gerade momentan gemeiner. Das heißt, ich glaube, ich habe recht damit... Oh, wir könnten in die Psychiaterpraxis. Jetzt hier die Koalas okay, hier. Okay, also... Ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder er kann mir sogar beweisen, dass nichts hiervon echt ist und dass das alles nur in meinem Kopf passiert. Vielleicht wird wirklich von Tag zu Tag jeder gemeiner zu uns. Guten Morgen, Miss. Wunderschönen guten Tag, Sir. Okay, der geht an Sie. Ich würde gern den Doktor sehen. Tut mir leid, Sir, aber Dr. Johnson ist ein vielbeschäftigter Mann. Alle Termine heute sind schon voll. Könnten Sie eine Ausnahme machen? Ich bin ein alter College-Freund. Sie sind Arzt? Ist das nicht offensichtlich? Und Sie beide sind auf dieselbe Uni gegangen. Wie ist das denn möglich? Er ist viel älter als Sie. Alles klar. Ich habe einen sehr hohen IQ und habe meinen Abschluss schon mit 8 gemacht. Tja, ich hatte 2 Hauptfächer. Psychopathologie. Wow. Und Schönheitschirurgie. Ich arbeite viel an mir selbst. Ich war lange im Kälteschlaf. Was? Haben Sie nie Doggy Hauser gesehen? Tja, ich hatte 2 Hauptfächer. Psychopathologie und Schönheitschirurgie. Ich arbeite viel an mir selbst. Und Ihr Name ist? Hauser. Dr. Doogie Hauser. Tut mir leid, Dr. Hauser. Ihr Name ist nicht auf Dr. Johnsons unvorhergesehene Besucherliste. Also kann ich da nichts machen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für morgen früh geben, wenn Sie möchten. Wissen Sie, morgen passt mir gar nicht. Morgen ist schlecht. Doch vielleicht. Das ist noch schlechter. Können Sie mich nicht heute noch irgendwie reinquetschen? Tut mir leid, Sir. Das ist unmöglich. Sagen Sie sowas nicht. Nichts ist unmöglich. Wissen Sie nicht mehr? Okay, wie wär's damit? Ich komme bis an die Zähne bewaffnet wieder und nehme alle Leute hier als Geisel, wie in diesem Film. Könnten Sie mir dann einen Termin geben? Ist klar. Sie verstehen das nicht. Ich habe die schlimmste seelische Krise aller Zeiten. Sie verstehen das nicht. Ich habe die schlimmste seelische Krise aller Zeiten. Bitte, Dr. Hauser, beruhigen Sie sich. Ich muss den Doktor nur für einen Moment sprechen. Merken Sie denn nicht, wie instabil ich bin? Das sehe ich durchaus. Und ich muss Sie bitten, ruhig zu bleiben. Soll ich Ihnen für morgen einen Termin geben oder nicht? Herrgott nochmal, ich kann morgen nicht. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Verstehen Sie das nicht? Na gut, dann eben Freitag. Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin. Peace out. Schönen Tag noch, Sir. Nicht Ihr Ernte. Nicht Ihr Ernte. Alles klar. Robert. Den Typ habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Weiß ich nicht. Hi. Aus Höflichkeit werde ich Ihren Gruß erwidern, mein Freund. Aber bitte, wenn es nicht zu viel verlangt ist, wäre es möglich, mich gerade nicht zu belästigen? Ich möchte die Melodie genießen. Die Melodie? Sieht so aus, als hätte nichts zu erzählen. Na, verdammt. Verdammt. Ich dachte, das hilft was, weil die Musik ist jetzt aus, die Melodie ist weg. Ah, schade. Das wäre witzig gewesen. Das wäre so witzig gewesen. Ja, reden wir gleich nochmal über hier. Empfangsdame. Sieht ziemlich kompetent aus, aber aufs Äußere soll man sich ja nicht so verlassen. Stimmt. Verzeihung, ich bin gerade sehr beschäftigt, also entschuldigen Sie mich. Klar. Ich glaube, damit stellt man die Hintergrundmusik ein. Blöde Billigproduktion. Hab's kaputt gemacht. Was? Alan! Was? Kann ich nicht. Die Steuerung ist... Was?